Willkommen, willkommen zurück hier bei dem Herrn Lück und telekinetischen Kräften. Weg mit dir. Zerstör die Holzbalken, Abby. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Okay, zerstöre die Holzbalken. Ja, da. Geht nicht. Doch, geht. Okay, und wir sind hier wieder bei Clive Barkers Jericho. Jericho. Wer hätte denn gedacht, dass es hier weitergeht? Jericho. Ungleiche Gefährten. Ja, meine Freunde kommen mit mir. Oh, oh. Ich höre etwas, was du nicht hörst. Sollen wir den ziehen? Nein. Das sieht aus wie eine Falle. Ich glaube, ich kämpfe auf der falschen Seite. Nein, du kämpfst genau auf der richtigen Seite. Du kämpfst für Law and Order. Für Recht. Und! Ah! 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 Hoch! Ah! Nein! Oh, Knallkopf. Achtung, ein Knallkopf. Nein, nein. Oh, bin ich erschrocken. Wow. Okay. Dann machen wir mal vom letzten Punkt. Ja. Ungleiche Gefährten. Da sind wir wieder. Telekinetische Kräfte. Ja, und? Oh, ich hab das gemacht. Warte mal, mein Freund. Wir gehen mal direkt auf Delgado. Ich gehe mal vor. Du kannst zum Glück sagen, dass du tot bist, Ross. Nee, halt. War denn das hier lang? Das war doch hier lang. Genau. Achtung, jetzt kommt gleich wieder dieses Vieh. Ich gehe so. Was mache ich denn? Oh nein, ich habe auf die falsche Taste gedrückt, die Stussel. Oh nein. Das war die falsche Taste. Entschuldigt bitte. Ungleiche Gefährten. So, Telekinese. Zerstör die Holzbalken, Abby. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Ja, du bist zu spät. So, und jetzt müssen wir stehen bleiben, Leute. Von mir aus. Nee, warte mal. Wir machen Folgendes. Wir gehen in Delgado. Komm, Delgado. Los, gehen wir. Nein. Alles klar. Stehen bleiben. Ihr bleibt hier, ich gehe vor. Ich muss die rechte Maustaste drücken. Achtung. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, nein. Nein. Komm hoch. Schnell. Was ist passiert? Nein. 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 Oh, was ist denn das für eine doofe Stelle? Okay. Der Kontrollpunkt ist echt nicht ohne. So, zack. Zerstör die Holzbalken, Abby. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Du hast recht. So, und jetzt gehe ich vor. Lade nach.
gehe so. Ah, der kommt ja gleich angesprungen. Oh nein. Was machst du denn? Abby hat's schwer erwischt. Nein, auch... Ja, ich auch. Oh mein Gott, Frank! Komm hoch, schnell! Ach, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Black ist verletzt. Oh, was machen denn die Scheißviecher? Ja, ich weiß. Oh, zerstöre dich doch! Oh Mann! So wird das doch nix. Mensch, 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 Mensch. Ungleiche Gefährten. Zack. Hä? Was ist denn jetzt? Na dann halt so. So, und wer hilft mir jetzt? Seid ihr da? Oh, Mensch, warum springt denn der so schnell? Au! Man weiß gar nicht, was man hier... Oh, drei! Oh mein Gott, Frank! Sie braucht Hilfe! Oh, ich komm dort nicht weg! Ich komm dort nicht weg aus dieser Scheiße, ey! Das sind zu viele! Das sind zu viele! Oh, das gibt's doch nicht! Bin ich doof. Zerstör die Holzbalken, Abby. Ja, wie denn? Erledigt den Rest. Gott verdammt. Warte, jetzt muss ich erst wieder hier in Black Abby. So, jetzt gehe ich wieder in Delgado. Jetzt müssen wir doch überleben. Wir müssen überleben, sonst gar nichts. In Augenblicken wie diesen wünsche ich mir, ich wäre an der Akademie geblieben. Wem sagst du das? Oh, wieso springt der mich an? Oh, man kann nicht so schnell drücken. Sobald diese Typen kommen. Delgado braucht Hilfe! Sie ist ziemlich schwer verletzt. Oh, warum geht denn der nicht kaputt und der auch nicht? Ah, nein, 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 nein! Oh, das geht doch so nicht. Das wieder für ein Kontrollpunkt hier, ey. Unheimliche Gefährden. Das sind viel zu viele. Achso, halt. Zerstör die Holzbalken, Abby. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Jerichos, stehen bleiben. Bleibt mal schön stehen. Ihr solltet doch stehen bleiben. Pulverisiert.
Sehr gut. Okay, okay, so sieht's gut aus. Jawohl. Nein! Okay, ich habe noch einen Schuss. Einen habe ich noch. Bitte, gib mir einen. Gib mir einen. Gib mir einfach einen. Kontrollpunkt. Hört ihr das auch? Es klingt fast wie ein Schluchzen. Ja. Das ist kein Schluchzen. Das ist Scheißendreck. Oh oh, Achtung. Was passiert jetzt? Oh nein. Oh, tritt er zurück! Nein! Abby, verbinde dich mit ihm! Du warst ein Ritter des Templerordens, stimmt's? Es gibt hier keine Ritter mehr. Aha. Nur noch Ketzer und blinde Narren. Komm schon, wir verschwenden unsere Zeit. Wir müssen einen Fluchtweg finden. Es gibt keinen Fluchtweg. Wir sind gefangen in einem Gefängnis, innerhalb eines Gefängnisses, in einem Gefängnis. Erzähl mir alles. Fang ganz von vorne an. Im Jahre des Herrn 1213 überzeugte ein junger Bischof, Matthäus St. Clair, Papst Innozenz III. Davon, dass er den Garten Eden gefunden hätte und dass dieser in der Hand Ungläubiger sei. Er zog aus, um einen Kreuzzug zu seiner Befreiung anzuführen. Und alle Leute wurden geschickt, um ihn bei der Befreiung von Alkali zu unterstützen? Im Gegenteil. Wir wurden gesandt, um ihn aufzuhalten. Als der Templerorden von Matthäus Plan erfuhr, brachen wir unverzüglich nach Alkali auf. Aber als wir dort ankamen, waren die Kinder schon tot. Ach du Scheiße. Welche Kinder? Matthäus überzeugte den Papst, dass Christenkinder nicht von heidnischen Pfeilspitzen verletzt werden könnten. Also kam eine Armee aus Kindern 3 Tage vor uns in Alkali an und kämpfte gegen die Sarazenen. Mit ihrem Blut öffneten die Kinder den Spalt. Oh mein Gott. Den Rest der Geschichte könnt ihr euch sicher vorstellen. Wir haben diesen Ort seither nie verlassen. Ich war weder der Erste, noch bin ich der Letzte, der hier seinen Verstand verlieren wird. Und was ist mit dem Bischof? Oh, er ist immer noch da unten in der Gruft, zusammen mit den Kindern, die er in den Tod geschickt hat. Jener Ort gehört jetzt Ihnen. Wenn eure Freunde auch dort unten sind, solltet ihr für sie beten und es dabei belassen. Vergiss es! Zeit zu gehen! Die holen wir uns! Komm, bitte! Du kommst mit uns. Mit euch? Selbst wenn sie es erlauben würden, wo sollte ich hingehen? Es gibt nichts außerhalb dieser Mauern oder außerhalb der unzähligen Mauern, die dahinter liegen. Wenn ihr den Weg zum nächsten Spalt findet, sendet dem Centurium meine besten Grüße. Ich bin mir sicher, dass er noch irgendwo am Leben ist. Oh, nicht gut. Kontrollpunkt? Oh, oh, schön. Kanalisation. Nach Jahrhunderten ununterbrochener Kämpfe hat der Wahnsinn von den letzten verbleibenden Templern Besitz ergriffen. Aufgrund von Leechs Verrat ist der Rest des Jericho-Teams in den verseuchten Abwasserkanälen von Le Innocence gefangen. Kann ich jetzt schon. Das machen wir beim nächsten Mal. Okay, bis dann. Ciao, tschüss. Glück, hatte Glück.